Hallo und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Videoprojekt hier. Ihr seht schon, nicht der Computerbildschirm, es ist meine Siku-Vitrine, wie man hier hinter dem ehrenhaften JCB-Bild unschwer erkennen kann. Ja, ich stelle heute meine Sammlung ein bisschen vor und wenn euch das so semi gefällt, oder wenn es euch gefällt, oder ich werde es vielleicht auch öfter machen, das erfahrt ihr dann in dem Infovideo, wenn das jetzt hier alles funktioniert. Was ich da genau noch sonst noch vorhabe, das habt ihr im Infovideo erfahren. Also stelle ich euch einfach mal ganz kurz meine Sammlung vor, es wird auch kein allzu langes Video werden. So, fangen wir einfach mal mit meiner Autosammlung an. Siku Super Autos, also 1 zu 87. Ein Motorrad muss man dazu sagen, und dann fangen wir mal ganz hinten an. Wir haben hier die drei Minis, die sind alle drei limitiert. Der Dodge Challenger und natürlich drei Bugattis. Die beste, ihr seht schon, ich habe hier noch mehr Bugattis. Hier die zwei noch. Dann kommt ein Mercedes, BMW i8, Porsche, Lotus. Es ist ein Alfa, der blaue. Da vorne ist dann nochmal ein Mercedes. Das sind dieselben, nur andere Lackierung. Übrigens, der Bugatti ist ein Cabrio, ne? Falls man, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, ich erkenne es gut. Ihr seht auch, es ist extrem staubig. ja, dann haben wir hier zwei Lamborghinis, einmal den weißen und diesen orangenen, dazwischen den Jaguar F-Type, einen Mercedes, einen Porsche und nochmal einen Alpha, der auch limitiert ist. Es ist die Green Black Edition, genauso wie der Bugatti. Dann gab es die White Black Edition, das ist einmal der Lambo und der Mercedes hier. Und die Orange Black Edition, das ist hier einmal der Gumbat und der R8, der Audi. Das sind auch alles limitierte. Dann haben wir hier nochmal Bugatti, den Lamborghini Veneno, Ford GT und den noch ein Bugatti, noch ein Cabrio. Das waren auch schon die Autos. Geht's weiter zu meinem absoluten Highlight. Das zeige ich euch direkt mal hier am Anfang, nämlich den Black Edition JCB Radlader. Den gab es auf der Agri Technica. Und ich habe aber, war nicht auf der Agritechnica, ich habe einen von den übrig gebliebenen gekauft. Waren die von den letzten 9, ich glaube 35 gab es insgesamt. Gibt auch noch einen Fast Track und einen Big M 580 oder 65. Auch noch in Black Edition. Dann geht es weiter hier mit der LKW-Sammlung, die jetzt im Moment noch wartet auf einen weiteren Neuzugang, den ich zwar gestern im Müller gesehen habe oder vorgestern, wann es war, aber nicht gekauft habe. Lol. Da haben wir einmal den Arox mit Kran und Anhänger. Einen schönen TGX mit Tieflader und Liebherr-Radlader. Da gibt es jetzt den neuen mit JCB-Radlader und als Dreiachse. Ihr seht, wenn ich immer so ein reinhalte. Ist auch nur zwei Achser, sind alles nur zwei Achser, außer die Mack Trucks, das sind keine. Da können wir mal ganz kurz hier von der Seite gucken. Genau, das kommt auch schon zum nächsten, zum Road Train, den es jetzt nicht mehr so gibt, nur noch als UBS-Design. Das sind die einzigen drei Achsen. Dann haben wir hier einmal den Z-Ross und einen MAN als Holztransporter. Weiterhin einen MAN. Erstmal auf Pause gedrückt. Wenn ihr mir hier irgendwas so reiben hört, das bin ich. dann geht es weiter hier mit dem MAN, mit dem RaceCat Energy Auflieger und einmal den Mack New Holland, der Mack John Deere, der hat mir nicht so gut gefallen, mit zwei New Holland Bulldogs hinten drauf. Ein Volvo FH16 als Hakenlift mit Kran, total geiles Style, finde ich. Können wir mal eine Review zu machen, kleine Ankündigung, oh oh. Ja, und dann noch ein Volvo FH16 mit Aral, alles super, keine bezahlte Werbung. Hier hinten noch ein kleiner, ja, ist ein cooler Truck, passt aber nicht in die Sammlung, weil er eben zu groß ist. Die sind auch 1 zu 87. Da ist einmal kurzerhand die Lampe zu heiß geworden von der Cam. Jetzt mit ganz normalem Licht, bisschen andere Lichtverhältnisse. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch alles sehen. Vielleicht geht es wieder an. Ja, der war kein Fehlkauf, sondern habe ich mir gekauft, weil er cool ist mit dem Boot, aber passt halt von der Größe her nicht rein. Kommen wir zu den nächsten, zu der größten Sammlung, nämlich die Siku Super Landmaschinen. Da habe ich fast alles. Ich denke gerade mal ganz kurz drüber nach, was ich nicht habe.
Aber ich glaube, ich habe alle außer die neuen, die hier mit Frontlader habe ich nicht, weil die gefallen mir absolut gar nicht. Mir fehlt, glaube ich, ein Miststreuer. Ein Deutz mit Miststreuer fehlt mir, aber der hat noch wenig Zeit. Der pressiert nicht. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten. Vielleicht habt ihr schon durchschimmern gesehen, nämlich die Baumaschinen. Da habe ich einmal die zwei LKWs hier einmal schön rangezoomt. Extrem unscharf. Gut, machen wir nicht mehr. Und die paar Baumaschinen, die Sammlung wollte ich eigentlich erweitern, aber da habe ich gesehen im Heft von 2020, da gibt's nichts Neues. Kannst du nichts machen. Highlight in der Sammlung auf jeden Fall der Meizenmug Schreitbagger. Extrem geiles Teil, würde ich in echt sau gerne mal fahren. Und natürlich der JCB Baggerlader. Nochmal einen Zoom-Versuch. Komm, stell scharf. Macht er nicht. Egal. So, und dann kommen wir zu den 1 zu 32ern. Das sind die Sammlung, die existiert am kürzesten oder die jüngste Sammlung von allen. Da ist nochmal der JCB-Radlader in Original Gelb, ein Classic Serion. Coolster Bulldog, den es gibt. Oder Truck eigentlich, hat ja vier gleich große Räder. Aber bei uns ist es alles Bulldog. Dann haben wir den Manitou Teleskoplader, ein 6er John Deere 724, Steyr, CVD. Walter T-Serie, 1800er B-Truck und 4000er Fast-Truck. Am Fendt hängt hinten eine, so ein Krimme-Dings, wie heißt das? Das Ding macht die Häufen oder die Dämme für Kartoffeln. Wie das jetzt professionell heißt, keine Ahnung. Hier nochmal ein Joske-Ensilagewagen und da hinten ein Kuhtransporter mit zwei Kühen drin und da vorne noch ein paar Special-Teile, ein Haarweidemann-Hoflader. Dieses komische Agri-Teil da zum Mähen bekommen wir jetzt auch im Landwirtschaftssimulator. Das heißt gar nicht Agri, das heißt AB, nicht Agri. Stimmt. Ja, Manitou Kompaktlader. Ich hätte mir einen JCB gewünscht, ihr wisst Bescheid, aber es ist der Manitou geworden. Und der kleine Rasenmäher-Bulldog. Ja, das nochmal hier ganz kurz im Überblick. Mal gucken, ob wir alles drauf bekommen, ohne was zu leaken. Was sonst noch kommt, ihr seht hier unten die Siko-Hefte, aber die können wir auch mal durchblättern gemeinsam. Aber dazu dann alles mehr, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall so ein Like oder sowas da oder ein Abo. Ich weiß nicht genau, was ihr davon da lassen wollt. Und wenn ihr mehr Siko sehen wollt, zum Beispiel Siko Hauls, wenn ich was einkaufe, Unboxing vorstellen, irgendwas hier aus der Sammlung vorstellen, einfach Bescheid sagen, kommt dann irgendwann. Vielleicht kommt sowieso irgendwas, zum Beispiel in den Hakenlift. Das wären halt dann immer so kurze Videos. Zeige ich euch, zack, hier, so sieht's aus. Dies sind die Funktionen, Ende. Ja, nochmal scharf stellen hier zum Abschluss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao.